Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei Conny Canarias und Land und Leute. So, und es geht weiter in San Bartolomé de Tirajana, die Dünen von Maspalomas. Die goldenen Dünen von Maspalomas und die exotische Bucht bilden zusammen einen unvergleichlichen natürlichen Raum in der Gemeinde San Bartolomé de Tirajana im Süden Gran Canarias. Die Dünenlandschaft ist von außergewöhnlicher Schönheit, ist einzigartig auf den Kanarischen Inseln. Der Sand, der hier im Laufe der Jahrtausende abgelagert wurde, stammt aus dem Meer. Die Dünen selbst sind das Ergebnis des Zurückweichen des Meeres. Das kann die Küste dem Einfluss der Winde übergab, die dann die Dünen aufschütteten. Diese wanderten dann bis zur Lagune der Oase Maspalomas an der Mündung der Schlucht von Fataga. Die größten Dünen erreichen eine Höhe von 20 bis 30 Metern, eine Breite von 200 Metern. Die Dünenlandschaft hat am Strand eine Breite von 6 Kilometern und eine Tiefe von bis zu 2 Kilometern. Diese halbmondförmigen Dünen bedecken eine Gesamtfläche von 4 Quadratkilometern. Mitten in der Dünenlandschaft finden wir eine typische Strandvegetation mit vielen für dieses Gebiet endemischen Pflanzen, besonders dort, wo die Flut Pfützen oder Tümpel in den Dünen hinterlässt. Der sanft absteigende Strand aus weißem Sand lädt zum Baden ein. Zur Ausübung manch einer Wassersportart und auch zu langen, angenehmen Spaziergängen, bei denen die Meeresbrise erfrischend, das Meerblau erheiternd und die Dünen besänftigend wirken. Am Horizont hinter den letzten Dünen ragt die Silhouette des Leuchtturms von Maspalomas hervor, gleich einem schlanken Obelisken, der der Sonne den Weg zeigt. Gegen Abend färbt das Abendrot alles in tiefes Scharlach und die sanftmütige Landschaft erhält eine exotischste Färbung. Lagune und Oase von Maspalomas bilden eine schöne Naturlandschaft am Ende der Schlucht von Fataga. Es ist eine kleine Lagune mit stehendem Wasser, umgeben von einem schönen Palmenhain, von Binsen und anderen Wasserpflanzen. Der Abfluss der Schlucht und die Lagune bilden die natürlichen Grenzen der Dünenlandschaft. In früherer Zeit dienten die Lagune und die Oase Maspalomas, Palomas bedeutet Tauben, einer großen Zahl von Zugvögeln als Winterquartier und den Vögeln der Insel zugleich als Wasserstelle. Durch die übermäßige Bebauung wurde diese Naturlandschaft stark beansprucht, sodass das ökologische Gleichgewicht zerstört wurde und heute diese ursprüngliche Feuchtgebiet von vielen Vögeln gemieden wird. Maspalomas stellt heute ein bedeutendes Fremdenverkehrszentrum dar, das von der Schönheit einer außergewöhnlichen Naturlandschaft profitiert. Vom Strand und den Dünen. Bis Mitte der 70er Jahre war diese paradiesische Landschaft jedoch gänzlich in ihrem Urzustand verblieben. Das Gebiet von Maspalomas besteht aus dem Strand von Maspalomas selbst, einschließlich Playa del Inglés, und die Buchten von Burras und San Agustin, sowie einem Streifen an der Küste von Bahia Feliz und natürlich den ganzen angrenzenden Zentren für Sport, Spiel und Freizeit. Der Strand von Maspalomas, mehrere Kilometer lang, ist wohl einer der schönsten Strände der ganzen Welt. Das Touristenzentrum umfasst das Gebiet zwischen Morro Besudo, Strand von San Agustin, und dem Leuchtturm von Maspalomas. Von alters her ein Fanal. Der Leuchtturm erhebt sich majestätisch am Rande des Dünengebiets an der Mündung der Schlucht von Fataga. Er wurde im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts errichtet und war lange Zeit das Wahrzeichen des gesamten Gebiets. Das riesige Touristenzentrum von Playa del Inglés erstreckt sich auf einer Ebene, die höher gelegen ist als die Dünenlandschaft, sodass diese beiden Gebiete praktisch nicht ineinander übergehen und so Natur- und Touristenzentrum voneinander getrennt bleiben.
Dieser Komplex von Hotels, Bungalows, Apartments, Läden, Restaurants und Einrichtungen für Sport, Spiel und Freizeit mit weiten Gärten und Grünflächen, das internationale Touristenzentrum Maspalomas also, ist wohl eins der außergewöhnlichsten Urlaubsorte überhaupt und zweifellos einer der wichtigsten Europas. Als die Fremdenverkehrsindustrie sich der paradiesischen Schönheit dieses Gebiets bewusst wurde, begann man schnell mit dem Bau dieses herausragenden Zentrums, das sich bald zu einem der bekanntesten Urlaubsorte Europas entwickelte. In den Grünflächen der Hotelkomplexe und in den begrünten Gärten der Bungalows wachsen viele Bäume und Sträucher, wie die kanarische Palme und andere einheimische und tropische Gewächse, und geben dem ganzen Komplex eine außergewöhnliche farbliche Vielfalt. Neben Strand und Sonne findet der Besucher auch andere Zerstreuungen wie den Golfplatz, Schauplatz internationaler Wettbewerbe, den Vergnügungspark, Schwimmbäder, die Wildweststadt im Cañón del Águila, den exotischen Vogelpark in der Schlucht Barranco de los Palmitos und das prähistorische Dorf Mundo Aborigen. Von der sanften Küste bis hinauf zu den schroffen Bergen, von den goldenen Dünen bis zur frühlingshaften Mandelblüte, von der pulsierenden Welt der großen Urlaubszentren bis hin zur innigen Ruhe der kleinen Flecke in der Einsamkeit der tiefen Täler bietet die Gemeinde San Bartolomé de Tirajana erstaunliche und interessante Kontraste. Alles im ewigen Frühling Gran Canarias gelegen. Dort, wo wir die ganze Kraft des Südens erleben können. Ja, das ist doch mal was. Unser San Bartolomé de Tirajana hat jede Menge zu bieten und ist ja auch eine relativ große Gemeinde. So, damit bedanke ich mich. Noch was in eigener Sache. Ich werde jetzt ein paar Tage in die alte Heimat fliegen, werde aber auch versuchen, von dort ab und zu einige Videos zu veröffentlichen. Und bis dahin, ja, bleibt mir treu und wir sehen uns dann demnächst wieder. Vielen Dank an alle meine Abonnenten und für die netten Kommentare. Aber ich bin auch diese Tage weiterhin immer zu erreichen. Bis dann, sage Tschüss.